Hallo? Hallo? Dieses Fenster ist ein bisschen zickig. An einigen Stellen jedenfalls. An allen. Hä? Wieso ist das hier enger? Weird. Na gut. Ich nehm's. Also so ist es nicht. Ne? Sieht schon trotzdem cool aus. Ich muss nur mir überlegen, was wir da oben dann machen. Dass man das dann, hallo? Was ist doch Baugebiet? Was willst du denn? Spiel. So. Und der Rest ist dann hier. Jupp. Jupp. Jo. Die Beleuchtung sieht so auch viel, viel schöner aus. Ich meine, hier in der Mitte müssen wir auf jeden Fall noch für Licht sorgen. So ist es nicht. Ne? Mal gucken, beleuchtungstechnisch. Vielleicht machen wir hier noch ein paar Säulen hin. Ein paar große. Muss ich sowieso mal überlegen. Also auf jeden Fall hier in der Mitte braucht man definitiv noch Beleuchtung. Nee, kriegen das hin. Man braucht ja nur diesen. Wie heißt der in Walheim? So ein Gegenstandshalter, wo man dann alles dranhängen kann. Horizontal, waagerecht. Mhm. Oh ja. Aber das hört nicht auf. Oder Fenster und Zäune auch waagerecht legen zu können als Boden oder Dach. Ich weiß, was du meinst. Irgendwie finde ich es gerade blöd, dass ich jetzt hier doch Stein gemacht habe. Naja. Ich brauche einen Wandelgang, das geht hier nicht anders. So. Ich brauche. Ja, cool. Nehmen wir mal die hier. Und dann machen wir die aus den normalen Steinen. Und dann muss ich hier mal einmal rundherum praktisch einmal Schwebebahn machen, damit ich an die Fenster rankomme. Das geht so nicht. Die kommen auch gleich wieder weg. So. Es ist halt nur, wir brauchen dringend Hilfe. Ist wie im wahren Leben, da bin ich auch zu kurz. Nee, Moment. Und das kann man nicht rückgängig machen. Da. Und da. Hat was. Okay, ich muss mal kurz erstmal gucken, wie das von außen aussieht. Und ich sehe nichts. Okay, wir gehen mal kurz ins Bett. Wir gehen mal kurz ins Bett, ich sehe nichts mehr. Kann nämlich sein, dass das voll die falschen Fenster sind. Weil an sich Stein sehr hübsch, aber jetzt haben wir die unten darunter schon aus Holz. Jetzt weiß ich nicht, ob die passen. Oder ob wir doch die anderen nehmen. Wir probieren gleich mal ein bisschen rum. Probieren geht über Studieren. Und die hier können wir jetzt wegräumen, weil ich glaube, wir haben von denen genug. Das heißt, ich tausche die mal aus gegen die da. Und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Ich dachte halt an Stein, weil der Boden ist ja auch aus teilweise aus dem roten Stein und teilweise aus dem weißen an sich. Aber es passt stilistisch irgendwie nicht zusammen. Ne? Vom Stil her passt das nicht. Schreinermeister, ich brauche mal Hilfe. Hallo. Hi. Fenster.
Wir haben nämlich das hier und dann wären das die normalen Holzfensterrahmen. Auch die hier, die sind auch schön. Aber die finde ich schöner. Außer, dass das immer noch aussieht wie ein Basketball. Ich meine, die passen farblich zusammen. Oder ich muss sie nochmal komplett austauschen gegen eher dieses rote Holz hier. Ja, gut. Einmal, zweimal, dreimal. Hallo? Hallo? Mal so. Aber das sieht komisch aus. Was mache ich denn auch? Einen Moment, ich hab's raus. Hab den Bogen raus! Hab den Bogen raus! Hab den Bogen. Warte, was sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 16? 17, 18, 19, 20, 24? Holzbretter! Holzbretter! Es fehlen Holzbretter! Es fehlt Harz, es fehlen Nägel, es fehlen Holzbretter, es fehlt alles. Nee. Na gut, aber ich weiß jetzt, was ich will. Ich weiß jetzt, was ich will. Ich weiß, was ich brauche. Wir müssen da oben nochmal umwerfen. Wir müssen alles nochmal umwerfen. Das ist so umwerfend. Okay. So. Ja, die hier in der Mitte. Einmal bitte wegnehmen. Was mache ich denn? Ich wollte nur einen Doppelsprung. Das reicht völlig. So, und dann kommt das in die Mitte. Das sieht schick aus. Nichts gegen die Steindinger, die können wir noch benutzen. Aber die passen einfach nicht wirklich zu dem Ganzen. Na! Pretty. Very pretty. Klappt aber auch nur bei ein paar, nicht bei allen. Und wie gesagt, die unteren, die werden wir auch noch austauschen. Weil hier klappt das noch. Und ansonsten können wir den Rest mit den kleinen hier machen, weil die sind irgendwie ein bisschen zu schmal. Die müssten dann so drei nebeneinander passen. Genau. So, dann haben wir das. Das ist obere Stockwerk so weit wieder durch. Dann müssen wir das untere nochmal machen. Kein Problem, kein Problem. Eben hatte ich es noch. Hallo? Jetzt. Und für die anderen müssen wir dann erst wieder Materialien sammeln. Das wird lustig. Und wie ich das da oben zumache, weiß ich auch noch nicht. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich denke, ich weiß wie. Und was ich halt gerne irgendwie hätte, wäre irgendwas, um halt die Sachen, die man verbaut hat und die man vielleicht auch falsch, also die man fehl gebaut hat. Also sprich, wo man zu viel produziert hat von, wenn man die absolut nicht braucht oder nicht mehr braucht, wenn man das recyceln könnte, das wäre halt cool. Ich hätte gerne irgendwie eine Variante, wo man recyceln kann.
Wir müssen mal kurz raus aus unserem Gebiet hier. Haben wir Platz hier? Man muss ja nicht mal unbedingt alles an Zeug wieder kriegen, aber wenigstens so ein Teil vielleicht, ne? Das wäre ja ganz cool. Statt dass man immer alles komplett löschen muss. Oh, schön. Leckeres Harz. Achso, hier ist unsere kleine Grube. Sind Mini jetzt hier hingelockt oder was? Nee, hier schönes. Warum ist das hier? Muss man nicht verstehen, oder? So. Da komme ich nicht ran. Schade. Wie viel Harz haben wir jetzt? 28? Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Ich hatte mir fest vorgenommen auszuweichen. Hat nicht geklappt. Na gut. Naja, gut. Hauptsache wir kriegen Harz. Ja, das ist erstmal wurscht. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Gebäude, aber das ist unseres. Ups. Oh, halt. Bleibt übersehen. Es ist irgendwie ein bisschen schade, dass man ausgerechnet die schicken Bäume dafür fällen muss und nicht diese kleinen hier. Aber zum Glück wachsen die ja nach. Wenn das im Real Life auch so schön, so schnell ginge. Hallo Indigo. Aber wir haben eh keinen Platz mehr. Okay, ich glaube, das müsste jetzt auch erstmal reichen. Hoffe ich. Geisterbaum, er ist verschwunden. Hä? Sieht die Linie gar nicht, was zum... Ach, da ist sie. Ja gut, nee. Reicht erstmal. Hallo, Herr Schreiner. Hallo, Herr Schreinemacher. Ich brauche mal nochmal Zeug. Oh, uns fehlen noch Nägel. Ups. Ja, me too. Herr Smith, ich brauche Nägel. Gegen Eisenmangel. Ups. War's das? Wow. Vor allem im Englischen klingt das auch ganz anders, ne? Von wegen. Is that it? Ist das alles? Wo
One walk at a time. Direkt ein paar Ritterpuppen, das wäre natürlich auch eine geile Idee. So, wir haben Fenster. Ich hoffe, die reichen. Notfalls müssen wir nochmal her. Wir verteilen noch ein paar Basketbälle. So. Ein Basketball hier, ein Basketball da. Und noch da. Und da. Und da, 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 da. Hallo? Hallo? Manchmal tickt's ein bisschen. So. Oh, hat ja perfekt gepasst. Bin gespannt, wann die ersten Mods kommen. Mm. Aber ich wette, da sind schon einige fleißig am Machen, oder? 1, 2, 3. 8. 10, 12, 14, 16, 20. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Das ganze Mal 2, macht 36. Wir brauchen mehr Fenster. Kleine Fenster. Also, breite Fenster gibt es ja nicht, ne? Es gibt ja nur immer nur diese quadratischen. Das heißt, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr Holz weiter. Oder die hier. Die Basket, die richtigen Basketbälle, aber die will ich nicht. Oder man versucht es halt mit irgendwelchen anderen Sachen noch zuzubauen, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Kannst du aus normalen Fenster auch große Fenster? Das ist richtig. Ich will jetzt aber gerade kleine Fenster, weil ich keine großen brauche. Aber dafür müssen wir erst noch auf das hier warten. Das wird noch ein Weilchen dauern, denke ich. Bis wir davon genug haben. Weil ich hätte gerne. Die da? Mhm. Der ist doch so höflich im Gegensatz zu dem Schmied. So. Weil die sind hier nur sozusagen ein Teil dessen hoch, was ich brauche. Oh je. Och nö. Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus? Das kann man doch nicht machen. Also eigentlich bräuchte ich noch kleinere Fenster als die hier. Ich will die hier nicht dazwischen hauen, ansonsten haben wir da oben irgendwie so ein komisches Ding. Das sieht halt auch nicht gut aus. Ich brauche halt irgendwie ein Zwischending. Das sieht scheiße aus. Ja, nee, so mag ich das auch nicht. Das sieht doch doof aus. Okay, dann habe ich die jetzt umsonst gemacht. Also richtig halbieren kann man die, glaube ich, auch nicht, ne? Oder man muss es halt dann entsprechend so machen. Es sieht nicht gut aus. Es sieht partout nicht gut aus. Es sieht kacke aus. Es gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Oder wir müssen die halt komplett austauschen können wir die auch nicht. Da könnte man schon. Leuchtsteine? Bin ich nicht so wirklich von überzeugt. Aber sowas ähnliches hatte ich überlegt, dass man die hier einfach eins runtersetzt. Und dann macht man daraus doppelte. Ich glaube, das können wir machen. Dann machen wir die noch größer. So. Das heißt, ich
Bräuchte aber dann viel mehr davon. Viel mehr davon. Nach und nach begreifen immer mehr Leute, wie geil das Bauen in Valheim tatsächlich ist. Das Bauen in Valheim ist schon richtig geil. Denen fehlt es nur an Baublöcken. Really? Okay, das hat was. Das hat was. Das können wir so lassen. Das ist okay. Ich bräuchte mal eben den da mit dem da. Weil ich glaube... Hallo? Genau, das ist nämlich, hat noch nicht ganz richtig angedockt da unten. Das müssen wir dann hier überall machen. Was ich halt an Valheim ist halt mag, ist halt, dass man da mit theoretisch rund bauen kann. Hier hast du halt wirklich nur die 90 Grad, die du dann hast, ne? Ohne Deko Baumhaus konnte ich Valheim nicht spielen. Das ist, ja. Jedes Spiel hat seine Vor- und Nachteile, das ist halt so. Aber wie gesagt, beide sind ja auch immer noch ne? Sind ja noch im Early Access. Das darf man immer nicht vergessen. Und wer weiß, was da noch alles dazu kommt. Ich meine, bei Valheim passt es auch, dass man da nicht so viele Baublöcke hat. Weil das ist ja, spielt ja bei den Wikingern. Und hier sind wir ja in so einer richtigen Fantasy-Welt. Also hier hast du dann, müsste man dann entsprechend auch viel mehr... Ne? Die Settings sind ja auch komplett unterschiedlich. Und in Valheim, ich weiß nicht, so viel Zeug hatten die Wikinger, glaube ich, damals dann halt auch nicht. Und hier hast du halt viel mehr Möglichkeiten, ne? Auch Neues reinzubauen, also an Dekomaterialien. Oh ja. Da stimme ich dir zu, Drake. So, uns fehlen schon wieder Holzbretter. Wie viele haben wir denn? Zu wenig. Ich sollte das hier vielleicht mal wegräumen. War schon gleich auch schon Valheim, das im Vergleich zu den Steinblöcken hier. Ja, naja, es ist halt wieder Geschmackssache und ich sag mal, man kann ja trotzdem, man muss sich halt auch auf Grafiken einlassen, ne? Weil alleine Minecraft, ne? Minecraft, man kann irre mit Minecraft bauen. Die Grafik ist kacke, aber meine Güte, ist das, kannst du dich da kreativ austoben. Und ich glaube, so ist es hier halt auch. Hä? Ach so, mir hat es an Platz gefehlt, deswegen konnte ich nicht. Ich konnte nicht. La 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 la. Und ja, wenn ich bedenke, was Leute da in Valheim auch zusammengeschwungen und gebaut haben, ist schon irre. Ne? Ich meine, wir haben es versucht, ne, bei uns damals. Es sah nicht so schlecht aus. Hallo? Hallo? Ich finde, das hat was mit diesem Querbalken. Wenn man das jetzt mit dem da macht, wie sieht das dann aus? Nur mal so zum Rumprobieren. Weiter? Oh, Pestdoktor! Oh, vielen lieben Dank für die 5 Subgifts! Dankeschön! War das gerade ein Weihnachtslied getrellert? Nein! Nein, das sieht auch schön aus. Und sie? Können wir uns auf jeden Fall was anderes. So.
Vielen lieben Dank. Wirklich. Spannenderweise, ich kenne nicht einen außer Jan de Melarius gerade. Gibt so Dinge. Uns fehlt's an Holzbrettern. Was man halt noch machen könnte, ist dann hier so. Es wäre halt cool, wenn man die hier so an die... an die Wand hängen kann! Oh, das finde ich cool. Dass man die einfach an die Wand hängt. Oder halt so draufstellt. Ja! Welchen Holzrahmen hätten Sie denn gerne für Ihre Fenster? Boom! Das ist cool. Oh, man kann hier so schöne Dinge anstellen. Das ist herrlich. Ich glaube, wir brauchen noch ein zweites Sägeding. Aber nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Mhm. Ey, ganz ehrlich, zu Weihnachten kann ich Weihnachtslieder nicht ausstehen. Aber im Sommer, da ist okay. Ich weiß auch nicht. Im Sommer fange ich dann mal an, Weihnachtslieder zu trällern. Vielleicht einfach, um mich abzukühlen. Ich weiß es nicht. So. Vielleicht, wenn wir jetzt eh gerade noch auf die Dinger warten müssen, dann können wir ja vielleicht erstmal anfangen, unserem Typi. Warte mal. Ich glaube, die müssen wir wieder entfernen hier oben. Vielleicht bauen wir unserem Gruseltypi einfach mal sein Häuschen, sein Zimmer. Ja, sein kleines Hinterzimmer, wo er pennen kann, wo er seinen Experimenten nachgehen kann. Wo wir ihn dann einsperren können, damit er den Gästen nicht zu sehr auf den Sack geht. Ich bin gemein, ich weiß. Ja. Ups. So. Und dann bekommt er hier nämlich seine komische, ominöse Beleuchtung. Und hier müssen wir dann auch noch ein bisschen beleuchten, kein Ding. Hallo, Radorik! Wie geht's, wie steht's? Es sollte ja eh das ganze Jahr über Weihnachten sein. Was? Also, dann... auch das ist wieder sehr harte Geschmackssache. Na, Radorik, wie geht's denn so? Hier, mach mal die Mitte. Was macht das Leben? Was macht die Arbeit? Was macht... was macht die Gesundheit? So, wir brauchen die da. Die Kerzenhalter, die hat... der Schreinemarker gemacht? Das war ein Kunststofftannenbaum. Oh Gott, ja, die sind... tatsächlich habe ich früher mal gedacht, ja, hätte ich auch gern mal. Mittlerweile bin ich der Meinung, nee, lieber nicht. Geschmäcker ändern sich. So, davon brauchen wir eine. You too. So. Es fehlt schon wieder Harz, das kann doch nicht wahr sein.